Hallo, in diesem Video erkläre ich das One-Time-Pad zum Verschlüsseln einer sensitiven Nachricht. Zunächst erzeuge ich einen Schlüssel auf der Seite von Alice und Bob. Dieser Schlüssel muss absolut zufällig sein, darf nur so lang wie die eigentliche Nachricht sein und ganz wichtig, darf nur Alice und Bob bekannt sein. Und diesen geheimen Schlüssel könnte ich zum Beispiel über verschränkte Photonen erzeugen. Ich verwende jetzt diesen Schlüssel, den ich mit verschränkten Photonen erzeugt habe und füge jetzt hier die eigentliche Nachricht ein. Also Alice möchte an Bob die Nachricht 1, 1, 0, 1, 0 übermitteln. Dazu addiert jetzt Alice die Nachricht mit dem binären Schlüssel. 1 plus 0 ist 1. 1 plus 1 ist 0, 0 plus 1 ist 1, 1 plus 0 ist 1, 0 plus 0 ist 0. Diese Nachricht, das ist die verschlüsselte Nachricht, enthält überhaupt keine Information. Deswegen kann diese Nachricht jetzt öffentlich an Bob geschickt werden. Die kann jeder mitlesen. Bob muss jetzt den Schlüssel wieder binär addieren. 1 plus 0 ist 1. 0 plus 1 ist 1, 1 plus 1 ist 0, 1 plus 0 ist 1, 0 plus 0 ist 0. Und nun hat Bob wieder die gleiche Nachricht wie Alice, nur dass dazwischen keiner diese Nachricht mitlesen konnte. Das ist das Verfahren des One-Time-Pads.